So. Sieht doch gut an. Hallo. Könnt ihr mich jetzt hören? Ja. Yep, jetzt hört man dich. Man hört mich, perfekt. Jetzt alles klar. Ja, dann können wir starten. Dann können wir starten. So, ich versuche hier mal noch ein bisschen mein Mikro aus dem Bild zu kriegen. Nachdem ich das heute mal... Oh, unsere mächtige Liederin. Naja. Oh, mächtige Liederin, wähle den Auftrag aus, der uns alle ins Verderben stürzen wird. Na dann, Prison-Profi. Profi? Alles klar, dann fangen wir gleich mal mit dem Schlimmsten an. Ja komm, dann sind wir doch schon mittendrin und bereit. Ja. Haben wir alles, was wir brauchen? Gästebuch, Pillen, Thermometer, wahrscheinlich wie immer viel zu viel. Nee, passt schon, oder? Schaut gut aus, bereit. Start! Fürs Prison sind die vier Kameras gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Wenn wir da so einen Fall haben von, er ist irgendwo in der Mensa versteckt oder in einem der Zellenblöcke. So. Ich bin mal gespannt, wann er mal nicht im Büroraum, wann er mal nicht in den Zellenblöcken ist. Oder im Anfangsraum. Ja, oder wir hatten doch jetzt, wir hatten bisher einmal, glaube ich, in dem anderen Raum, ne? Oh. Jetzt hört man wieder, höre ich wieder nur dich, ne? du hörst jetzt mehr, weil der Regen sind auch schon da. Jetzt, da sind wir alle. Gut. Also. Geister-Event. Oh, Foto vom Geist. Ich nehme eine Kamera mit. und ich glaube, Kruzifix war das letzte. Ja. Na, klasse. Okay, dann nehme ich wieder ein EMF. Taschenlampe. Hallo? Jetzt da. Und ich nehme noch eine Kamera gleich mit. Und dann. Schauen wir doch einfach mal rein. Also Jana, guckst du gleich mal, ob da schon Orbs sind vielleicht? Ja, manchmal kann man Glück haben. Ja. Manchmal habe ich einen direkt in der Mensa entdeckt. Ich hab's gar nicht aufgepasst, wo sind wir eigentlich gerade? Prison auf Profi. Schaut nach Prison aus. Ja. Na klar. Ein sanfter Einstieg finde ich auch gut. Ja, man muss doch mal locker anfangen. So. Ich würde wieder anfangen, dass ich gleich kann oben... Kann jemand irgendwie aus mir rausgehen? Ich würde da gleich beginnen und die Büroräume oben machen. Mhm. Plus hier diesen, nennen wir mal, Krankenversorgerbereich. Keine Ahnung, wie der da oben genau genannt wird. Geradeaus rein und Hauptteil absuchen mit der Mensa da, also Mensa-Bücherei und diesen Block. Dann gehe ich wieder mit dir, mit Jana, weil ich habe nur den EMF. Okay, alles klar. Der Pferd braucht bestimmt auch Begleitung. Na freilich, dann sind wir schneller durch. Da hänge ich mich gerne dran. Hat da jemand Angst? Wir würden danach dann Block A machen, macht ihr den B-Block? Jo. Also, probieren. Wenn du jetzt aus Prison drauf schaust, ist der rechte Block der Bibel. Danke. Ich kann was anfangen. Rechts und links geht, gerade noch. Okay, bin ich ja zufrieden. Meistens, ne? Hast du eine schlaue Frau geheiratet? Ja. So. Hört. Und heute ging sogar gleich die Tür auf. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Geflüstert. Wir haben da jemanden, den du jagen könntest. Mit frechen Spruch gerade. Ja, verdient, wie immer. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Ja, also wie gesagt, nach gestern sieht das hier gar nicht mehr gruselig aus. Gib uns ein Zeichen. Klink. Ich. Wo bist du? Ich lasse da war bei der Tür. Ich schau mal nach dem Knochen, um zumindest so ein bisschen was abzusuchen, ja. Oh, den Raum hier hasse ich einfach. Man sieht nichts. Bam. Naja, das Blöde war jetzt mehrmals schon, dass ja die Räume nur am Anfang warm waren, ne? Und irgendwann ist er dann kalt geworden erst. Vergesst unten nicht den Besucherbereich.
Bereich, wo vorgestern drin war mal. Da. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Hallo? Hallo? Gib uns ein Zeichen. Also oben würden wir definitiv erstmal ausschließen. Waren jetzt zumindest alle Räume zu warm. Wir haben unten auch noch nichts gefunden. Machen uns mal auf den Weg in den A-Block. War er vorgestern. Okay. Sicherung ist auf jeden Fall noch drin. Da gibt's nur Bagels. Oder Donuts. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. A-Block, wir kommen. Wo bist du? Bist du? Ah, Tür. Tür? Hast du eine Tür gehört? Hier links ist eine Tür offen. Oder haben wir die offen gelassen? Offen gelassen. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Immer das gleiche im Prison, ey. Bis man die findet. Gib uns ein Zeichen. Hart. Als alles bisher, aber immer noch. Am Anfang waren. Puff! Nein. Hat mit dem Steps oder war das der Geist? Ich glaube, das war ich, oder? Hinter dir her marschiert. Sagen Sie sehr geisterhaft. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Also der A-Block ist definitiv viel zu warm. Achso, hier war doch dieser Mini-Raum. Hat man doch auch schon mal drin. Nope. Du hast vorhin gemeint, ihr habt irgendwo eine Tür gehört, oder? Unten? Ja, wir gehen jetzt Richtung B. Habt ihr die ungefähr gehört, also als ihr auf dem Weg Richtung B wart oder eher Richtung Eingangshalle? Eingang, aber da waren wir jetzt gerade erst. Okay. Und dann, ich denke mal, wir zwei werden erstmal raus oder Richtung Ausgang wieder marschieren. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht auf dem Weg was finden. Oh, Käse. Sind die Frauen wieder tapferer als ihre Männer, hä? Ja? Das gibt's ja nicht. Hallo, Geist. Hallo, hallo. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Please. Geräusche, das irritiert jedes Mal. Ja, ja. Aber eine Tür. Das war ich, die hat irgendwie gepackt. Ach so. Ich hab uns mal ein bisschen Licht gemacht. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du?
Komm raus! Jedes Mal. Hallo Geist, hallo! Ah! Vorbei. Jo, vorbei. Toll, die Sacknase. Bei uns in der Nähe. Hat uns das Licht ausgemacht jetzt hier. Nee. Wir sind jetzt gerade in der Nähe vom Mensa-Bereich. Es kann sein, dass das schon hier irgendwo noch mal im Eingangsbereich in der Nähe doch jetzt ein Raum kalt geworden ist. Naja, dann kommen wir mal zurück. Dann kommen wir mal zurück, hä? Hadi, wenn du es mit allen teilen möchtest, musst du das Dings benutzen. Du bist immer noch nicht auf der Funke. Nein, Leertaste haben wir es gelöst. Ja, ist ja okay, ich hab's verstanden. Also dann nochmal. Wir haben gestern ein YouTube-Video gesehen, wo quasi gezeigt wurde, dass der Geist quasi nicht auf Audio reagiert. Also wir können uns währenddessen auch unterhalten. Okay, probieren wir es mal aus, oder? Schauen wir nochmal die Besucherräume an. Genau, reite uns alle ins Verderben. Trotzdem ist so langs noch, obala. In dem Besucherraum? Wir sind im Anfangsraum. Du gleich, wenn du da reinkommst, links. Jo, vorbei. Jetzt war der ganz nah hier. Ich habe den ultralaut steppen genau, gehört. Also ich tippe fast drauf, dass der irgendwo doch hier in den Bürogebäuden drin ist, nur mal wieder am Anfang nicht detektierbar war. Ich schau noch mal rauf. Meinst du oben? Yep. Ich komm mal mit, Bert. Let's have a look. Ich hab jetzt nur, also ich will einfach nur in die Nähe von einem Raum wieder kommen. Ich weiß, was uns fehlt, warum wir keinen Erfolg haben. Oh, nicht schon wieder!
Tor ist. Okay. Ich habe gedacht, der ist hier bei uns drin. Vorbei. Ist vorbei. Und zwar oben, wenn man die Tür hochkommt, gleich der erste Raum auf der linken Seite. Da ist auf jeden Fall gerade gespawnt drin. Schaffst du es mit der Tür, Paddy? Jo, 3 Grad. Ja, bin. Jo, ich schmeiß erstmal alles rein. Das ist er, oder was? Ja, EMF 5. Ich würde mich nur verpissen, weil ich glaube, wir sind relativ niedrig von der Sanity, also so schnell wie möglich weg. Bin raus. Scheiße. Ich wollte die Kamera noch abstellen. Damit mal hoffen, dass wir rauskommen. Ja. Oh, oh. Der Sack lässt uns jetzt mal wieder ein bisschen zusammenreißen hier. Oh, jetzt geht die Tür auf. Jetzt glaube ich genau zwischen euch. Schönes Sandwich. Ja, ich hatte gerade echt Glück, dass ich gesehen habe, wie die Jagdphase begonnen hat und er in dem Raum erschienen ist. Okay. Und haben wir Glück. Yes! Ich war nämlich genau auf den Weg in den... Das Schlimme war, ich war nämlich genau auf den Weg in den Raum rein. Echt? Ich wollte gerade schon fragen, ja? Wie du eigentlich bist. Oh Mann, ey. Aus sicherer Entfernung angesehen. Warst du die ganze Jagdphase schon gerne? Also, nee, ich bin jetzt dann danach nur straight raus. Nach der zweiten. Gut, das heißt für jeden auf jeden Fall eine Runde Pillen. Also Moment. Und dann heißt es jetzt einfach mitnehmen, was geht. Pillenparty. Das ist auf jeden Fall der Raum. Ich habe jetzt einfach... Da ist ein Orb. Orb. Und, sehr gut. EMF 5 hatten wir auch schon. Oh, das ist gut. Ja. Also Phantom, Djinn oder Shade? Dann schauen wir nochmal, was wir jetzt auf jeden Fall noch mitnehmen müssen. Phantom. Shade wäre schüchtern. Der wird nicht jagen, wenn mehrere Menschen zusammen sind. Also das, denke ich, kommt schon mal raus. Das wäre das Buch. Ja. Der Djinn. Phantom wäre noch Gefriertemperaturen. Da waren wir relativ nah dran. Wir hatten 3 Grad. Okay. Und ein Djinn bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Ja, keine Ahnung. Und da bräuchte man auch die Box. Ja, dann nehme ich halt mal die Box mit. Alleine oder in Gruppen? Ja, scheint auch auf Gruppen. Scheint auch auf Gruppen zu reagieren. Ja, dann langst du auch immer eine Box mitnehmen. Dann, was nehme ich denn noch mit? Achso. Wir brauchen noch ein Foto vom Geist. Da haben wir ja Kameras oben. Ein Kruzifix auf jeden Fall. Nehme ich mal eins mit. Fingerabdrücke sein? Nee, Fingerabdrücke sind, glaube ich, raus. Oder? Nee. Das waren der Shade trotzdem noch. Ich glaube Buch. Shade, Buch, genau. Dann nehme ich noch das Buch mit. Ah ne, haben wir schon. Okay, also Fingerabdrücke sind definitiv draußen, also eigentlich geht es nur noch darum, ob Box, Buch oder Gefriertemperatur. Ja. Das heißt, was wir höchstens machen können, ist, dass wir Räucherstäbchen mitnehmen, um ihn vielleicht ein bisschen etwas inaktiver zu kriegen. Ja, oder das Kruzifix hast du schon. Gut, dann kann er das zweite Kruzifix auch mitnehmen, dann schmeiße ich eins vor die Tür. Und eins vor den anderen Raum, vielleicht hilft's ja. Dann nehme ich das mal mit hier. Zack. Warte auf jeden Fall, bevor du reingehst, dass wir alle mit auf der Tür treffen. Da war jetzt aber auch fies, der Geist, dass der wirklich da oben gekommen ist, weil ich habe ja eigentlich gesehen, dass der Paddy den Raum sogar noch untersucht hat. Ja, ich war da auch drin, aber das waren ganz normal 15, 16 Grad. Ja, aber krass, wie hast du den dann gesehen, Bert? Falls jemand mag, ich hab da meinen... Die Tür stand offen. Ich wollte im Prinzip gerade in dem Raum anfangen, lauf auf den Raum zu und in dem Moment sehe ich, oh fuck, meine Taschenlampe flackert und sehe, wie der Geist innen drin anfängt rumzusteppen. Das war so ein, oh, ich bin hier weg. Ich bin dir nur hinterher geflitzt und werde, okay, wenn der Bert in den Raum geht, ich gehe jetzt einfach hinterher. Ich hoffentlich macht er mir nicht die Tür vor der Nase zu. Thermometer oben? Ja. Thermometer oben? Schon. Jagdphase. Oh Mann. Are you killing me?
Weinehund. Ah. So kann der uns nicht einfach in Ruhe lassen? Hey, so kommen wir ja nie wieder noch bis nach oben. Jo. Es gibt's ja nicht. Manchmal klingt das so, als wäre direkt neben einem. Ja. Das stimmt, ja. Aber ich glaube, das ist einfach nur... Also es war auf jeden Fall, als ich ihn gesehen habe, ich bin mal gespannt, wie er aussah. Ach, da war noch jemand draußen. Ja. Die Tür ist genau von meiner Nase zugefallen. Du alter Lacker. Jetzt aber auch nicht beschwert, muss ich ehrlich sagen. Das war auf jeden Fall wieder diese Lady in dem schwarzen Kleid mit dem zerschnittenen Gesicht. Okay, na klasse. Also ich schmeiß auf jeden Fall ein Kruzifix vor die Tür und eins in den Raum rein. Mal gucken, ob's irgendwas bringt. Also Buch war nicht, Buch ist nix. Da war eine Tür. Ja, die daneben dran. Nee, also Buch ist nix. Wie alt bist du? Ah, gut, wir haben ihn. Funktioniert. Und raus hier. Auch noch ein Foto. Oh, scheiße. Der Jagd. Oh nein. Ja. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Nein! Okay, wir sind alle da, oder was? Alle drei? Alle vier? Mhm. Ja. Ah, ich glaube, er ist drin. Ja. Eins! Shit! Ich wollte doch das Räucherstäbchen anzünden, aber irgendwie habe ich es nicht anbekommen. Ich habe noch Haare. Ja, auf dem Endspurt, ohne Scheiß, voll gemein, ne? Ja, ich glaube, das Problem war, dass der schon zu nah hinter uns war und dann, ja. Ich habe es noch gesehen, die blöde Kuh. Ja, das leider. Ja. Hey, wartet auf mich! Nehmt mich mit! Richtig gemein. Aber irgendwie habe ich das blöde Räucherstäbchen nicht anbekommen. Alter, so kurz vor mir. Mein Leid. Los Leute, los Leute! Rettet euch! Ob sich Alisa gerade trotzdem noch vom Geist fürchtet. Die Alisa schaut auf jeden Fall zu. Die hat uns gerade schon angefeuert. Oh, die ist drin, die ist drin, die ist drin. Palli, die kommt zu dir. Die kommt zu mir. Okay. Oh, oh shit. Mann, ey. Die ist mal aggressiv. Die ist richtig fies drauf, ey. Ciao. Da warst du noch zwei, ja. Ich glaub... Holy shit! Shoot, ey! Vor allem durch die geschlossene Tür durchgekommen. Hat das Foto vom Geist geklappt? Leider nicht. Nee. Sehen die mich gar nicht, wenn ich ihnen was hinwerf? Eigentlich schon, dachte ich. Okay, aber wir haben herausgefunden, was er ist. Es ist ein Djinn. Es ist ein Djinn, okay. Moment, ich muss mal schnell einloggen. Geld. Ach, das kann ich auch, oder was? Ja. Geisterbox. Hä, Fanny, cool. Warum höre ich dich? Ach so, weil du tot bist, weil tot sind. Dann guck mal, eigentlich müssten die das auch sehen, wenn wir ihnen Sachen hinwerfen. Aber keiner reagiert drauf, also bin ich scheinbar ein schlechter Geist. Kann dafür sich mit hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Richtig beschissener Geist. Richtig beschissener Geist. Eingelockt hast du ihn. Also von mir fürchtet sich niemand. Ich find's krass. Geist eventuell irgendwie nicht gegolten. What? Okay, Kruzifix, ich hab's ihm eigentlich direkt ins Gesicht geschmissen, aber es hat anscheinend auch nicht funktioniert. Ja. Wir hatten halt auch nur noch alle wieder 0% ich geh nicht noch mal Sanity, rein. Also nicht mit 0 Sanity.
Aber Geisterfoto haben wir auch nicht, ne? Oh, Mann. Wie fies. Der kam durch die geschlossene Tür durch. Zweimal. Naja, das Gemeine ist, ich wollte mein blödes Räucherstäbchen anzünden, aber irgendwie ging es nicht an, warum auch immer, obwohl ich ein Feuerzeug dabei hatte. Ich konnte es nicht anzünden. Das war einfach nur Angst. Die hat deinen Charakter gelähmt. Die wollte gerade sagen. Ich war stark, aber mein Charakter das Schlimme war, ist das Problem. Ich muss sagen, ich fand's aber schön. Ich habe echt noch gedacht, so, ah cool, ich komme in den Raum noch mit rein und irgendeiner vor euch klärt mir die Tür von da sitzen. So. Aber das Schöne war, der Geist war irgendwie nicht so interessiert an mir. Ja.